Spitfire wahrscheinlich, sag ich doch. Buh! Na dann, warte mal kurz. Spielpause. Treffen selber. Möchte ich lieber um deine Verluste. Wo sind die eigentlich überall lang gelaufen jetzt hier? Deine. Nach da hinten gebracht. Okay. Gehen wir mal weiter, würde ich sagen. Ja, per Woll. Ich glaube, das war ein Fehler. Ich bin mir nicht so sicher. Ja, ja. Freili. Geht so. Was für ein Fleischwolf. Bist du okay? Unbeschädigt. Allerdings bezweifle ich, dass dies eine Schlachtfabrik ist. Bei meinem Glück stürzt sich der Laden gleich von innen nach außen. Oder von oben nach unten, wenn man die Umstände bedenkt. Danke. Ich hab keine Ahnung, ob ich hier aussteigen muss oder. Sprung schaffe ich nicht. Ich wünschte, die ISC wäre genauso erschossen. Es gibt nur einen Ausweg, Pilot. Nach oben. Nach oben, ja. Pilot, laut meiner Scans ist die Kuppel über Ihnen Ihre beste Chance, einen Ausgang zu finden. Ich rate dringend dazu, dorthin vorzustoßen. Ja. Gut. Was ist er? Oh, ich hab's irgendwie geschafft. Ich hab. Ich könnte da drauf springen. Ist vielleicht von da aus, obwohl wir können es auch direkt hier machen. So. Die Kuppel wartet noch immer. Ich verspreche Ihnen, ich werde sie nicht einfach exekutieren. Sie haben ihren Wort. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Oh, was ist da? Okay, cool. Was ist er? Nichts überstürzen. Kuppel-Szenario-Simulation aktiviert. Gelände wird zurückgesetzt. Was? Nein! Au.
treten sie auf die bewegliche Plattform. Dann Mama bewegt sie auf die bewegliche Plattform. Kurve gerade so gekriegt. Szenario-Simulation aktiviert. Gelände wird zurückgesetzt. Gelände hier, ja. Die bauen hier Gelände. Oder sprich, Kampfgelände. Lade Szenario 127 in dynamischer Simulationskuppel 314. Nun, sehen wir mal, wie beeindruckend sie wirklich okay. Stelle Testsubjekte bereit. Szenario 127 geladen. Fangen wir an. Spectre ist in Position. Nein, nein, nein. Ich bin beschäftigt, BT. Benutzen Sie Ihr Tarnfeld im Kampf. Es macht Sie temporär unsichtbar. Initialisiere IMC Reaper Testprogramm. Weiteres Szenario um weiteren Reaper. Ja, genau! Ich hab den einen scheiß Reaper noch nicht fertig gemacht. Oh, fick dich! Deine Mutter schaut doch kacken und ich schaut so bum bum. Deine Mutter schaut doch kacken und ich schaut so bum bum. Deine Mutter schaut doch kacken. Deine Mutter schaut doch kacken. Deine Mutter schaut doch kacken. Ich schaut so. Deine Mutter schaut doch kacken und ich schaut so. Du bist eine scheiß Maschine. Das dauert länger als erwartet. Sie sollten längst tot sein. Kappa 1
melden Sie sich umgehend an Kuppel 314. Ziel? Vernichtung des Milizpiloten. Verstanden. Over. Verstanden. Rücken vor zu Kuppel 314. Aus. Körper 1 in Position. Erwarte weitere Befehle. Over. Ich bewundere Ihre Beharrlichkeit, aber es wird Zeit, das Ganze zu melden. Ja, bin ich auch dafür. Körper 1, eliminieren Sie den Milizpiloten. Angriffserlaubnis erteilt. Ich öffne jetzt die Tür. Bereithalten für Zugriff. Okay. Ich glaube, sie ist angepisst, BT. Diesen Ausdruck müssen Sie mir später erklären. Gehen Sie jetzt, solange Sie noch können. In der äußeren Wand ist eine Öffnung. Ich markiere sie auf Ihrem Hart. Ja, dann viel Spaß. Eine seltene Fehleinschätzung meinerseits. Passiert, ne? Bist ja auch bloß ein Mensch. Was? Oh, ich muss ja runterrutschen. Oder? Ja, ich muss runterrutschen. BT-7274, Notfallfeed. Mission zu Pilot Cooper vorstoßen. Major Anderson finden. Status Befreiung von Manipulatorarm nicht möglich. Aktion Startversuch 63. Fehlgeschlagen. Neubewertung Definition von Abkürzung. Ja, suchen wir mal diese Abkürzung. Ich weiß nicht, ne? Wo ich die jetzt her soll, sollte. Bitte, du. Ash, sag mir, dass der Pilot tot ist. Ich arbeite daran. Hör endlich auf mit deinen Spielchen. Darf ich mich bei der Arbeit etwa nicht amüsieren? Ich bin die Arbeit drunter leidet. Ich verstehe. Ash out. Keine Sorge, von dem Geld, das ich auf seinen Kopf ausgesetzt habe, kannst du dir alles Spielzeug der Welt kaufen. Sektor 4 Charlie, Sprengsätze 21 bis 29 zünden. Was? An alle IMC-Mitarbeiter, hier ist Ash. Aufgrund ihrer Unfähigkeit, die Sicherheit wiederherzustellen, bin ich gezwungen, den gesamten Komplex zu zerstören. Einige von ihnen halten das vermutlich für übertrieben. Dennoch rate ich zur sofortigen Evakuierung. Brawler-Gehege wird neu bestückt. Eisenstein. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich hier befinde. Hier stürzt alles ein. Wir müssen weg. Sie sind in der Nähe. Markiere meine Position auf Ihrem Hart. Das ist ja ein Monster.
Oh, das wird hart. Diese Umgebung ist extrem gefährlich. Schlage vor, einzusteigen. Steuerung geht auf die Kurve. Ich habe einen Ausgang jenseits dieser Kuppel entdeckt. Checken Sie Ihr HUD. Feindseitig in Sicht. Greif an. Ich will euch nichts tun. Ihr lasst mir keine Wahl. Titan der Vanguard-Klasse geordnet. Geht zum Angriff über. Flugsystem bereit. Flugsystem activated! Wuhu! Flugsystem offline. Das war nur ein Glückstreffer. Alles wild, ist das stressig hier. Keine Zeit. Sehr schön. Flugsystem macht dich fertig. Flugsystem durch. Okay. Gucken wir mal. Was ist hier hoch? Das schadet nicht. Ich höre auf, nur weg hier. Sie zeigen Ansätze von Talent. Das strengt sie an.
Freut mich ja fast. Kuppelschaden festgestellt. Das hätten sie nicht tun sollen. Hab ich aber. Ihre Technik wird besser, Pilot. Allerdings nicht ausreichend. Bist so gut wie tot. Ihre Abhängigkeit in einem Titan-System zeigt wohl diese Erfahrung. Bam, bam, komm raus und schnauze jetzt. Piss dich. Einheit zerstört. Abriegelung aufgehoben. Oberflächenzugang autorisiert. Die Abriegelung wurde aufgehoben. Ich schlage vor, wir verlassen die Anlage durch den Tunnel. Dude, ich bin ganz deiner Meinung. So Leute, mich hat ein Mega-Titan gerade nicht platt gemacht. Meinst du wirklich, ist es ein einzelner Mensch hier, der mich aufhalten könnte? Tschüss. Einfach nur vom Prinzip her. Pilot, wir sollten auf weitere Abkürzungen verzichten. Nummer 1. Machen wir es halt so. Wir haben Nahkampfexekution zerstört. Tja, ich mach was ich kann. Ich tu was ich kann. Staub zu Staub. Oh, wir sind auch fast am Ende. Dann würde ich sagen, wir beenden das Ganze auch erstmal hier wieder. Bedanke mich jetzt schon mal soweit fürs Zusehen. War mega cool. Ansonsten unten in der Infobox findet ihr noch alle nötigen Links und Informationen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Und am besten auf Twitch. Da bin ich nämlich auch ziemlich aktiv. Bis dann, ciao!